Herzlich willkommen beim Lütze Automation Videoblog. Thema heute: neue Buskoppler für die elektronische Lastüberwachung LCOS. Lütze hat dazu die bekannten LCOS Buskoppler für universelle Einsatzoptionen weiterentwickelt. Neben den elektronischen Lastüberwachungen der LCOS CCI-Familie können auch die weit verbreiteten Lockbox-Net-Baugruppen angesteuert werden. Als kompatible Bus-Interfaces stehen Profinet.io, EtherCAT und Ethernet-IP zur Verfügung. Rund um die Uhr ist so über eine separate Ethernet-Schnittstelle eine Ferndiagnose via TCP-IP möglich. Zu den zentralen Vorteilen zählt ein Einspeisemodul mit zwei galvanisch getrennten RJ45-Buchsen sowie eine galvanisch getrennte DC24-Volt-Versorgung am Buskoppler. Zusätzlich gibt es zwei Konfigurationsschnittstellen, wie zum Beispiel Website und USB. Angeschlossene Konfigurationen werden automatisch eingelesen. Bis zu 64 Teilnehmer bzw. bis zu 84 externe Lockbox-Net-Module können am Bus in Linie aufgeschaltet werden. Die USB-Kommunikation wird gemäß USB-Spezifikation 2.0 mit 480 Mbit pro Sekunde umgesetzt. Das entspricht USB Highspeed. Über LED werden Statusanzeigen für Power, Run und Status sowie weitere Zustände signalisiert. Übrigens, mit LCOS hat Lütze ein IP20-Gehäusesystem entwickelt, das sich als Systemaufbau und als Standalone-Lösung einsetzen lässt. Durch werkzeugfreies Zustecken von Daten- und/oder Energiemodulen kann LCOS zu einem kompletten und modularen I/O-System erweitert werden. Basis des LCOS Elektronikgehäuses ist ein Geräteträger zur Aufnahme der einzelnen Gehäuse bzw. der aufsteckbaren Funktionseinheiten. Der patentierte Vierleiter-Energiebus ermöglicht die feldseitige Versorgung bis 16 Ampere Nennstrom pro Leiter. So lassen sich auf einfache Art und Weise ein- bis dreiphasige Funktionen für Applikationen von 24 bis zu 500 Volt mit einer Strombelastung von DC 32 Ampere realisieren. Das Lütze Elektronikgehäuse LCOS besitzt eine UL-Zulassung und kann somit weltweit eingesetzt werden. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Lütze Automation Videoblog.